Umfragensturz für die AfD. Ist da was dran oder ist das nur Manipulation? Ich erkläre heute dir mal ein paar Sachen über die Wahlstatistiken. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir gehen heute der Frage nach, sind die Sonntagsfragen, die jede Woche veröffentlicht werden, relevant? Kann man sie überhaupt beachten oder muss man sie sogar ignorieren? Ich erkläre euch ein paar Fakten dazu. Zunächst aber mal was Grundsätzliches zu hier, zu mir und zu meinem Kanal. Mir wird immer wieder mal vorgeworfen, ich würde schwurbeln oder ich wäre ein Linker. Ja, ich schwurbel vielleicht manchmal, aber ein Linker bin ich wirklich nicht. Ich kritisiere hier jeden, denn Kritik muss jeder aushalten. Auch Leute von der AfD müssen manchmal ein bisschen Kritik einstecken. Es gefällt vielen nicht, da frage ich mich immer, wo ist es denn da mit der Meinungsfreiheit? Aber wir kommen zurück zum Thema, die AfD-Wahlumfragen oder generell alle Wahlumfragen. Die Schlagzeile dieser Woche war, AfD auf tiefstem Stand seit 6 Monaten. Ist da denn überhaupt was dran? Und da müssen wir mal was Grundsätzliches festhalten. Diese Wahlergebnisse, die man uns präsentiert, die sind alles aber keine am Telefon gemessenen Daten. Denn diese Daten werden mehrfach bearbeitet. Also ja, es gibt Manipulation bei diesen Umfragen. Das sagen die Demoskopen auch dazu. Sie nennen das Klettung der Rohdaten und dann geben sie noch eine Fehlertoleranz an. Man kann aber auch das Pferd etwas anders aufsatteln. Wenn ich sehe, es sind 1000 Leute, die für eine repräsentative Umfrage hergenommen werden, dann muss man sich nur mal überlegen, wenn ich das durch alle Bundesländer zerlegt habe, wie viele Stimmen das dann am Telefon sind für BSW mit 7% etc. zum Beispiel. Das ist nur eine Hand voll Leute. Am Ende rechnen sie damit auf das gesamte Bundesgebiet hoch über alle Altersklassen und nennen das Klettung des Grafen. Das ist äußerst interessant, denn sie kletten hier teilweise Abweichungen von plus minus 8% von der einen auf die andere Woche. Plus minus 8% von ein oder auf die andere Woche. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Viel interessanter wird es doch, wenn wir uns aber die Zahlen, die jede Woche veröffentlicht werden, die alle hernehmen, wenn wir die zurande ziehen, dort gibt es eine Fehlertoleranz und zwar plus minus 2,5%. Ich habe jetzt hier das Beispiel genommen von INSA. Die geben das immer an mit 2,5% für die gesamte Umfrage. Normalerweise ist die Abweichung aber je kleiner die Partei, also bei der CDU gibt es weniger Abweichung in den Stimmen am Ende als jetzt bei BSW oder Freie Wähler oder sonstige. Denn umso größer die Gruppe ist, umso einfacher ist es da auch verlässliche Daten zu bekommen. Aber das Grundproblem sind zu wenige Leute und die Abweichungen, die man klettet, also plus minus 8% kletten wir schon mal und dann geben wir noch eine Fehlertoleranz an. Plus minus 2,5%, wie gesagt, sagen sie hier. Und dann nehmen wir doch einfach von INSA die Umfragewerte der AfD der letzten 6 Monate. Und siehe da, was haben wir? Ja, Tatsache, wir hatten ein Hoch im Oktober 2023 bei 23% und jetzt ein Tief letzte Woche bei 18%. Wenn ich jetzt allerdings die Fehlerquote mit einbeziehe, dann war ich damals nicht im Oktober bei 23%, sondern bei 20,5% an dem unteren Kanal der Fehlertoleranz und bin jetzt bei 18% plus 2,5% auch bei 20,5% und damit unverändert. Unverändert. Die Gegenseite wäre, wir ziehen die Extreme nach außen, also wir gehen dann von 25,5% auf 15,5%. Das ist das Spektrum, was die Fehlertoleranz hergibt. Entweder 0% unverändert oder 10%. Und das erzählen sie nie dazu. Da muss ich immer schmunzeln, denn die AfD nimmt auch gerne diese Wahlumfragen und feiert 1-2 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche mehr. Aber Statistiken sind relativ einfach zu manipulieren. Und das Problem an der ganzen Sache ist, man feiert jedes Prozentpünktchen nach oben, allerdings nach unten wird dann einfach geschwiegen, anstatt dass man das sein lässt mit diesen Wahlumfragen. Deswegen äußere ich mich dazu auch eigentlich nicht, dass heute ist was Grundsätzliches. Denn wir können diesen Dingen relativ wenig Glauben schenken, vor allem wenn die Datenbasis nur 1000 oder 2000 Leute sind. Wird die Datenbasis größer, ist die Umfrage schon viel, viel interessanter. Ansonsten haben wir nur Kommunalwahlen, die ein Stimmungsbild darstellen. Jetzt haben wir die Europawahlen im Juni. Und das viel Interessantere ist, man framet hier Umfragesturz der AfD. Das habe ich mehrfach gelesen diese Woche. Und man sagt aber nichts zu den anderen Parteien.
Also jetzt hier bei INSA-Umfrage 13.04.2024, sehr aktuell, sind die Linken bei 3% und die Freien Wähler bei 2%. Wenn ich da 2,5% Fehlertoleranz abziehe, die Parteien existieren nicht mehr. Die existieren nicht. Beziehungsweise, wenn man die Rohdaten plus minus 8% verändert, wären die Linken hier bei minus 5%. Und trotzdem werden sie angegeben. Der BSW mit 6% und sonstige mit 7%. Die FDP ist auch bei 5%. Wir haben eigentlich nur noch verlässlichere Zahlenquellen für die CDU, die SPD, die Grünen und die AfD, die alle noch im zweistelligen Bereich sind. Das ist schon etwas aussagekräftiger. Und jetzt kommen wir doch nochmal zu unserer Geheimkonferenz am Wannsee und zu unseren Massendemonstrationen gegen rechts. Was hat das in den Umfragen gebracht für die etablierten Parteien? Ha. Obwohl die Demoskopen diesen Spielraum haben, die Fehlertoleranz zu benutzen, die Glättung der Rohdaten zu benutzen, so haben wir hier bei der SPD ein Hoch im August letzten Jahres von 20 gemessenen Prozent und ein Tief von 14%. Also, trotz der Massendemonstration baut die SPD ab. Und dann haben wir noch gar nicht über die Fehlertoleranz gesprochen. Also sieht schlecht aus. Bei den Grünen sieht es noch viel schlechter aus. Bei den Grünen waren wir im Hoch bei 14,5% und sind jetzt im Tief bei 12%. Das sind genau 2,5 Prozentpunkte Fehlertoleranz, Abweichung. Also, ihr seht, wir können das eigentlich. Hier. Das können wir damit machen. Bringt nichts. Es bringt gar nichts. Also es bringt wirklich nichts. Solange man nicht die Rohdaten hat zu den Umfrageergebnissen und weiß, wie ungefähr geglättet oder ausgeglichen wurde, ist das alles. Also wir können uns das angucken jede Woche, wir können auch ein Video jede Woche dazu machen. Ich für meinen Teil mache das nicht. Ich gebe darauf keinen Pfennig. Also mache ich nicht. Dennoch, es wird immer hergenommen, aber ihr seht, man kann hier ganz einfach Spiel manipulieren. Das war eine einzige Statistik von INSA und man kann hier die Prozente einfach mal variieren. Ja? 8% Glättung in den Rohdatenkurven plus 2,5% Fehlertoleranz sind über 10%, die man hier Spielraum hat, wie sie nennen. Und dann sagen sie am Ende, das ist eine repräsentative Umfrage, weil das ja Wissenschaftler wissenschaftlich gemacht haben. Ha, 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 sage ich da. Wissenschaftlich ist daran gar nichts. Das ist ganz einfach Statistik, das ist Mathe, erstes Semester. Das ist einfach. Das ist einfach. Nur er erzählt es den Leuten nicht. Ich wäre ja dafür, dass man verbindlich mal die Fehlertoleranz nebendran schreibt. Oder man schreibt das in die Tabelle rein, dann steht da nicht mehr AfD 18%, sondern AfD 18% plus minus 2,5. Dass den Leuten das mal ein bisschen bewusster wird. Hier wird nämlich mit den Umfragen dann Politik gemacht, so wie es einem eben passt. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, INSA ist großer Kunde bei der, also die AfD ist großer Kunde bei der AfD, die etablierten Parteien anscheinend nicht. Also dieses Unverändertsein der Grünen, ich finde das etwas mysteriös, aber ich habe euch gezeigt, wie sie daran rummanipulieren können. Es kann ja dennoch sein, dass wir bei der SPD und bei den Grünen minus 8% in den Rohdaten haben, die man ihnen aber am Ende wieder dazugerechnet hat, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Genauso könnten sie ja auch einfach bei den Rohdaten der AfD mal 8% abgezogen haben und dann wären wir schon bei 30 gewesen. Ihr seht also, wir brauchen Wahlen, um festzustellen, wie die Stimmung ist. Denn da wählen mehr wie 1, 2, 3.000 Leute. Deswegen, es bleibt spannend dieses Jahr. Du willst mehr erfahren, dann lass ein Abo da. Und wenn du kritikfähig bist, dann wird dir der Kanal auch gefallen. Bis bald.